Aber. Nun ja, ich sollte echt aufhören, darüber zu lästern, wie komisch das alles immer konstruiert ist, weil das bringt uns ja doch nichts. Aber ich glaube, ich kann damit nicht aufhören, weil es mich jedes Mal irgendwie stört. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Nee, geht noch nicht. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Yep. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Schon schlimm. Ich muss ihn aufhalten. Noch was? Ach, die andere Fan, die brauche ich ja nicht. Wir müssen ihn also aufhalten. Ja, Moment, stopp, halt. Ich habe ja jetzt die Wahl, wieder meine Kleidung zu wechseln, ne? Machen wir doch auch. Zack. Zack, ja. Danke. Ich bin Tiger Lily. Fähigkeit, wir haben 3 Punkte wieder mal. Ach ja, Schaden. Ja. Finde ich okay. Achso, ich muss den davor noch nehmen. Nach der Wundheilung. Ja, ist verwandt, ne? Dann geht's dann weiter. Machen wir das so. Ich nehme an, das hier wäre dann der Ausgang. Zack, zack, zack. Ach, komisch gesichert. Ich meine, durchschneiden, fertig, aus. Na, spring. Hallo, geh weiter. Da sind Pilze. Nee. Achso, das ist Jade. Nehme ich an. Ach, mir war es nicht. Nur für ein bisschen Jade? Ich komme nicht mehr raus. Ist ja echt ein Ding. Zack. Nun ja, dann war es eben bloß für Jade. Was soll's. Soll ja auch recht wertvoll sein. Dadurch. Ach, was zu lesen. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Sehr gut, sehr gut. Na, so, ich habe ein bisschen Tee getrunken nebenbei. Tut der Stimme ganz gut. Njam, njam. So, liebe Leute. Aha. Lesen, lesen, lesen. Muss geübt sein. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Ganz offenbar. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Behauptet sie immer, aber ich sehe immer das Gleiche. Und das, was da steht, stirbt. Es ist schade, dass sie da nicht die Mühe gemacht haben, das entsprechend noch zu gestalten, zu dem, was sie sagt. Ist halt nicht der Fall. Es ist wirklich bedauerlich. Das wirkt sonst so komisch. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Ja, ätzend. Hier riecht's also nach Tod. Ah! So ein riesiges Loch aus Sparta, wo Leute reingeworfen werden. Oh, guck mal, ich kann nicht hoch. Oder wo Batman drin war. Dürfte vergleichbar sein von der Höhe. Muss hier noch riesiger Gefängniskomplex sein, na egal. Es ist faszinierend, wie man sowas bauen kann. Was? Uah. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Was? Ja, da hier Batman, das dazu. Ich hatte echt eine Art Totengrube zusammen, wo einfach welche eingeschmissen werden, ha? Huh? Whoop. Hoppapa. Mensch, Mensch, ich meine, die ist schon mutig. Ich meine, ich würde das nicht versuchen, einfach so auf gut Glück da ein Dings hinzuschmeißen. Denn wer weiß, vielleicht bringt es ja gar nichts. Muss ich rechts rüber oder nach oben, ist die Frage. Sieht aus wie nach oben, aber ich komme gar nicht. Nach oben steht hier. Aha. Okay. Diese krassen Blutspritze gerade auf dem Bildschirm waren ja mal... ganz merkwürdig. Ja, fallt runter, ihr Leichen. Scheinen noch frisch zu sein. Ein paar davon. Ach. Und da... Leben die noch? Nein. Alter, tot. Hier muss ich offenbar ab sein, sonst wäre der Tipp nicht da. Das ist offenbar eine Opfergrube wohl eher noch als andere. So ein Grab ist es. Muss ich da echt ran? Oh Mann. Na gut. Hüpf. Hallo, liebe Leute. Ah, echt jetzt? Das
Stimme. Boah. Ja, ja, verdammt. Was machst du sowas? Doch, verdammt. Was machst du sowas auch? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Hä? Schaff ich doch nicht. Hüpf. So, jetzt. Hoppa. Na, was zum... Was war das denn jetzt? Warum macht ihr denn nichts weiter? Och, Mensch. Wird nicht fangen von unten an? Naja, fast. Ja, ja, verdammt. Ich habe das schon begriffen. Doch, doch. Ich verstehe das. Verdammt, nein. Ich meine, ich finde es irgendwie süß, dass sie sowas sagt. Hopp. Jetzt geht doch. Aber... Okay, naja. Keine Hektik. Ich bin nie hektisch. Ich bin immer ruhig. Ich bin immer ruhig! Oh, okay, das war nicht gut, die Stimme. Trotzdem, ich bin immer ruhig. Ich kenn's gar nicht anders. Was? Ach so. Batman! Du schaffst das. Mann, 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 Mann. Also man glaubt es nicht, was die hier für Dinge macht. Das ist ungläuberlich. Teilweise. Aber wie das hier gehalten wird, ne? Hier ein paar Holzstreben, die den... Oh. Rituelle Opfer. Sag ich doch. Bäh. Tritt weg, das Ding. Ja, genau. Nett. Kittyfui. Würde ich gar nicht anfassen wollen, sowas. Sowas Totes. Bäh. Jedenfalls, lustig und alles. Opala. Was? Oh, gut gehalten. Hopp. Hopp. Wir haben ja genug Kraft für so eine Aktion. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße. Ja, komm. Nicht so eine Kraftausdrücke hier bitte, junge Dame. Ha? Klick, klack. Verfolgen wir mal diesen bösen Opfertypi. Nee. Hier Schluss. Plopp. Ey, ich wollte gerade durch. Oh, toll. Ja. Aber ich bin zumindest fast oben. Warum auch mal da oben überhaupt ein Loch drin ist? Weil es scheint, dass wenn sich die hier reinschmeißt, nicht von oben. Hätte man sie auch sparen können, ne? Geht's hier lang? Ja, oh, ja, natürlich. Ich habe wohl keine Wahl. Weil sind ja überall Schädel und Tote und Leichen und... Ach. Und auch ein bisschen frischere. Oh, ist das eklig. Meine, im Ernst jetzt. Es müsste nur einer dabei sein, der noch irgendwie lebt, ne? Das wäre lustig. Also in Walking Dead wäre es hier eine total dumme Idee, was man macht, aber... Sie hatten doch gar nicht so viele Einwohner oder hatten gar nicht so viel wie hier an Knochen und sowas alles liegen. Das ist doch... Wupp. Erstmal töten, weil... Ich kann's halt. Ist das einer der Rebellen? Weiß ich nicht. Frag ihn doch. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Na dann, zack. Zack. Zum Glück ist er ein bisschen brüchig, ne? Aber wo kam der Typ jetzt her, ist die Frage. Ach, da ist eine Tür, okay. Und wie gehen die Türen auf? Ist Frage Nummer zwei, da hängen... Ach so, da hängen ein paar. Ja, ich muss weiter. Tut mir leid. Sind eh schon tot. Kann man nicht machen. Immer stärker. Ja, ich nehme es zum Glück nicht so wahr, weil ich ja eine verstopfte Nase habe. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Was? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Juhu. Wir reden über Tattoos. Auch immer erstmal schön. Ja, ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun. Okay. Ach, wir quatschen über Tattoos. Die Barriere muss verbrennen. Verbrennende Barriere. Aber vorerst... Bitte dies. Bitte jenes. Und da war noch was zum Lesen. Siehste? Man könnte mal einen Schluck Tee trinken, wenn sie liest. Ist auch mal schön. Eins, zwei, drei und jetzt. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint. Als würde sie auf etwas warten. Das war zu wenig Text. Ich konnte nur einen Schluck nehmen. Das ist ja Sauerei hier. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, machen wir gleich. Ich muss vorher noch ein paar Dinge sammeln, wenn es recht ist.
Okay, jetzt nichts weiter. Oh, da ist noch was. Siehste, wusste ich's doch. Von wegen. Nichts weiter. Lass dir mal nichts erzählen vom ollen Sefi, du. So, Feuer frei. Ach, schade, keine Armbrust oder sowas. Ja, okay. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. So weit, so gut. Ich könnte mir auch einen Feuerpfeil holen. So ist ja nicht. Ich meine, der brennt doch auch. Ich bin fast sicher, es muss anders gelöst werden. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme, aber ich sehe hier nichts zum Festmachen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Wie gesagt, Feuerpfeil habe ich ja. Oh, es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Oh. Hab dich mal nicht so. Ja, Quatsch. Das ist ja Quatsch, das ist dazu. Ach so. Voller Öl und Blut. Ah, so. Das ist ein Hebel. Nochmal, bitte. Einmal das hier. Ah, da kommt gerade geflossen, das Zeug. So. Jetzt Feuerpfeil, ja? Ja. Oder auch ganz vor alleine alles geschehen lassen. Ist auch eine Option. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Gut, der Brandbeschleuniger hat sich weggeätzt. Da brennt es schön weiter. Speaker, also die erste seit keine Ahnung wie vielen Jahren, die hier lang geht, ja? Hoppala. Weil es war ja offenbar alles zu. Gestellt und gebaut. Bin ich alleine? Ist das so eine Art Adalaskammer? Ups. Wie kommst du denn da drauf jetzt? Ich sehe ihn noch gar nicht durch und die hat bereits die erste Vermutung dazu. Eine Barriere. Oh Mann, ey. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Ja, dann seht ihr mal was aus, Mensch. Immer muss ich die Arbeit hier machen. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Lass mich doch immer diesen Spruch lassen, muss noch vorher. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Zick und zack. Welche Kanäle denn? Achso, die sollen mit Blut gefüllt werden, ja? Vielleicht war es ja auch nur Brandbeschleuniger, hm? Ich muss die Spuren ausrichten. Was haben wir da schön? Uah! Da kann ich gar nicht mal so hin. Hopf! Hab dich! Was auch immer du bist. Jade. Jan kommt keine Jade. So weit kommt's noch. Hopp! Hopp! Aber wer baut dann da so eine kleine... ohne Verbindung? Wer... wieso? Wie überhaupt? Ich meine, wie kamen die denn dahin ohne irgendwas? Ach, Mann, ich sollte echt aufhören, drüber nachzudenken. Das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend. So. Brandbeschleuniger. Nee, ist ja gar nicht. Ich muss die Spuren ausrichten. Ach da. Bitteschön. Vor allem, dieser Hebel ist auch total merkwürdig, weil. Man hat doch bestimmt normalerweise hier keinen, Pfeil, das Ding zu betätigen. Oder was? Wie betätigen jetzt die anderen Leute da oben? Dreh dich. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Dann müssen wir ein bisschen drehen. Ich weiß halt nur noch nicht wie. Schon wieder alles, alles. Ich muss die Spuren ausrichten. Ja, nur wie? Der muss ja hier rüber drehen einmal. Ach, guck mal. Ach, Mensch. Einfach so. Drehen sich tatsächlich beide sogar mit. Ich muss die Spuren ausrichten. Das mal eben. Muss sie auch, weil die hat keinen zum Drehen, sehe ich gerade. Ganz passend tut's nicht. Der hier. Nee, warte. Der dreht sich da rein. Kommt aber nicht an, ne? Aber ich muss mal eben die Wicker folgen. Es kommt hier rein. Fließt da lang, fließt hier lang und fließt ins Nichts. Das geht so nicht. Also einmal drin auf jeden Fall noch. Denn egal, was ich mache, das kann davor nicht reinfließen. Dreh dich.
Aber eine sehr faszinierende Mechanik, wie das Ding nach oben geht, da durchs Drehen. So.